Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Maximum 3 Box von Casey Rebel und Summer Jam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Maximum 3 von Casey Rebel und Summer Jam, das Ganze am 16. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein Kollabo-Album von Casey Rebel und Summer Jam, der dritte Teil. Der erste Teil, das war der hier, erschien im Juni 2017. Teil 2 gibt es nicht, überraschenderweise, und man hat sich dann direkt entschieden, Teil 3 zu machen. Also von Teil 1 direkt auf Teil 3. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten hier einschneiden. Und dann schauen wir uns das mal an. So, einmal die Folie entfernen. Und so sieht die Box aus. Also die Box ist hier in so einem Dunkelgrau bzw. Schwarz gehalten. Wir haben hier in der Mitte einmal diesen grau-weißen Aufdruck. Maximum 3 lesen wir hier. Dann haben wir hier die schwarzen Hochglanzelemente im Hintergrund. Hier lesen wir dann auch noch diverse Male Maximum 3 Zeilen haben wir hier und KC und SC, Abkürzung für Casey Rebel und Summer Jam. Ja, auf den Seiten zieht sich diese Optik durch. Also die gesamte Box ist in diesem Design gehalten. Hier lesen wir noch den Albumtitel und die beiden Interpreten. Und auf der Rückseite auch wieder dieses Design. Hier haben wir dann die Beteiligten, also die Labels, die Logos und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in schwarz, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. So, als erstes haben wir hier mit dabei eine Weste, dann haben wir einen Pullover bzw. einen Longsleeve, das Album an sich, Maximum 3, und dann haben wir hier noch Sticker mit dabei. Gut, mehr ist hier nicht drin. Die Box auch hier wieder in schwarz. Packen wir zusammen und legen die Box derweil zur Seite. So, die beiden Textilinhalte hier, sowohl die Weste als auch das Longsleeve, kommen hier noch in Folie, also in extra Beuteln verpackt. Einmal packen wir zur Seite und zweimal. So, und dann schauen wir uns das an. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier, Maximum 3. Das Cover, überraschend, auch wieder sehr schlicht, wie auch schon das Boxdesign. Also es gibt ja jetzt mittlerweile, kurz vor Release hat man es veröffentlicht, dass quasi das richtige Cover zu Maximum 3, da sehen wir Casey Rebel und Summer Jam jeweils vor so einem riesen Bagger, glaube ich ist das, auf so einem, ja, sieht aus wie beim Steinbruch, aber jetzt hat man hier tatsächlich dieses ganz schlichte hier beibehalten. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase, Casey Rebel, Summer Jam, Maximum 3, und auf der Rückseite die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl. Features von Luciano und Gentleman sind auch die einzigen zwei. Hat mich auch überrascht, denn es gab ja im Rahmen der Promophase einen Track mit Loredana, der es scheinbar dann schließlich nicht aufs Album geschafft hat. Okay, die Beteiligten und Barcode. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, das Booklet ist, ich wollte gerade sagen, sehr minimal, aber es ist gar nicht vorhanden, denn wir haben hier tatsächlich einfach nur einen Einleger. Ja, das ist schon eher schwach in meinen Augen. Das heißt, wir haben jetzt auch keine Infos irgendwie bezüglich des Albums, also keine Credits oder irgendwas, die ja normalerweise im Booklet zu finden sind. So sieht das aus. Also, das ist das Album. Dann haben wir als nächstes die Sticker.
die kommen hier in so einem Stickerbogen. Und zwar haben wir hier zweimal den KCSC-Sticker, dann zweimal den Maximum-Sticker, also den Schriftzug, und zweimal hier das Maximum-Logo. Alle Sticker kann man hier dann natürlich aus diesem Stickerbogen rauslösen. Als nächstes haben wir dann die beiden Textilartikel. Und zwar einerseits die Weste und andererseits das Longsleeve. Wir starten mal mit der Weste. War, glaube ich, der Artikel, der laut den Künstlern die Box so am meisten verzögert hat, bezüglich des Release-Dates, neben Corona natürlich. So, wir haben hier eine schwarze Weste. Hier oben lesen wir einmal KCSC. Dann haben wir hier das Maximum-Logo, hier wieder das M mit der römischen 3 darüber. Das ist hier mit so einem speziellen Aufdruck, also das ist, glaube ich, so ein reflektierender Aufdruck. Den haben wir dann auch hier unten nochmal verbaut oder angebracht. Einmal, zweimal. Also auch hier auf diesen Taschen, auf diesen Klettverschlusstaschen nochmal den Schriftzug. Und die beiden M's hier auf den Plastik schließen. Und hier oben dann auch nochmal das M bei dem Reißverschluss. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein, wie das aussieht. Einmal, zweimal, dann können wir hier öffnen. So, und das ist dann die Weste von innen. Hier innen komplett mit so einem Mesh, mit so einem Netzstoff. Ansonsten, genau, danach habe ich gesucht, haben wir es hier zu tun mit 40% Baumwolle, 60% Nylon, Waschhinweise, okay. Und das Ganze ist produziert für die Banger Musik GmbH. Aber wo das Ganze genau hergestellt ist, das kann ich hier nicht rauslesen. Okay. So, dann schauen wir nochmal kurz von hinten. Genau, hier haben wir dann einen riesengroßen Maximum-Schriftzug. Der ist hier wie so ein Riesenpatch mit Klettverschluss angebracht. Also den kann man dann auch ablösen, wenn man möchte. Ist auch hier wieder in dieser speziellen Optik, also in diesem reflektierenden Druck. Und ansonsten haben wir hier links und rechts noch so einzelne Elemente. Ich glaube, hier kann man dann entsprechend das Ganze etwas enger stellen. Und wir haben eben, wie gesagt, auch diverse Taschen. Also wir haben hier auf der rechten Seite drei Taschen, eine kleine, eine mittlere und eine große. Und auf der linken Seite auch nochmal drei, nein, zwei Taschen, denn die dritte ist hier diesem M zum Opfer gefallen. Also drei Taschen links, beziehungsweise ja, von uns gesehen aus jetzt drei links und zwei rechts. Gut, schauen wir einmal nochmal ganz kurz hier rein. Ist links und rechts hier jeweils mit Klettverschluss. Und da kann man dann Sachen reinpacken. Gut, schauen wir uns auch gleich noch getragen an, aber zuvor nochmal kurz den Longsleeve. Die schauen wir uns dann beide nochmal kurz an, wie sie getragen aussehen, die Sachen. So, das ist der Longsleeve in Schwarz. Also rein so von der Vorderseite ganz schlicht, einfach alles glatt in Schwarz. Die Ärmel sind dafür dann gestaltet. Und zwar haben wir hier einmal, Moment, den Maximum 3 Schriftzug. Eventuell kriegen wir es hin, dass wir hier etwas, ja, ich glaube, das kann man dann gut erkennen. Also hier haben wir einmal den Maximum Schriftzug auf dem linken Arm. Auf der rechten Seite auch nochmal, allerdings hier so klein im Schulterbereich, im Oberarmbereich. Moment, wir müssen einmal kurz, so, das ist dann hier. Auch hier wieder in dieser speziellen Reflexionsoptik. Und ansonsten, der Rücken ist auch wieder blank schwarz. So, bei diesem Longsleeve auch hier wieder KC Summer Jam. Und wo haben wir es hier? So, was lesen wir hier? Wir haben hier das BM, also das Banger Musiklogo. 100% Baumwolle, made in Turkey. Grüße gehen raus. So, hier unten, da lösen sich die Fäden gerade ab vom Bund. Hier hat man das doppelt vernäht. Ja, und ebenso vernäht auch die Ärmeln. Und hier ist auch nochmal auf dem rechten Ärmel das Maximum-Logo. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns das getragen nochmal kurz an, also wie das getragen aussieht im Detail, sowohl den Longsleeve als auch die Weste. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diese schwarze Weste
mit den reflektierenden Aufdrucken. Hier unten zweimal der Maximumschriftzug und dann hier oben noch das große M auf der Brust. Das Ganze hier in Kombination mit dem Longsleeve kann man natürlich machen, wie man will. Entweder man trägt nur den Longsleeve oder nur die Weste oder dann wirklich beides, wie jetzt hier in Kombination. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Die Größe war bei beiden Unisize, die konnte man sich nicht auswählen. Also vom Gefühl her dürfte das bei beiden so L sein. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Longsleeve, ebenso wie diese Weste. Beides hier in Schwarz mit den jeweiligen Aufdrucken hier, Maximum Schriftzug, Maximum Logo. Dann haben wir natürlich den Stickerbogen mit den insgesamt 6 Stickern und das Album an sich. Maximum 3 mit insgesamt 14 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Maximum 3 von Casey Rebel und Summer Jam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Maximum 3 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.